Mit einem Video, das im Internet für viel Furore gesorgt hat, heißen wir Sie willkommen zurück. Mehr als 1 Million Menschen haben sich das angeschaut und gestaunt, wie der 9-jährige Luca Stocker aus Maria Rhein in Kärnten carven kann. Und heute sind Sie beide bei uns, Luca und sein Papa Roland Stocker. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Luca, das musst du mir jetzt mal ganz genau erklären. Mhm. Wie geht es mit diesen Carving-Schwüngen? Oder du sagst da Popo-Schwünge dazu, stimmt's? Ja. Wie machst du das? Popo-Schwünge? Mhm. Sau, nicht schlecht. Wieso Popo-Schwünge? Weil ich mit dem Arsch am Boden bin. Aha. Popo musst du sagen, nicht Arsch. Ja, so ist es. So ist die Wahrheit. Ich, weil mit meinem Popo am Boden war, dann bin ich meistens ausgerutscht. Wer ist denn für dich der allerbeste Skifahrer der ganzen Welt? Der Marcel Hirscher. Oh. Tja, Felix. Wir haben ja zuvor was anderes besprochen. Hat es vergessen. Aber den Felix mal kennenzulernen, findest du auch toll, oder? Ja. Guter Mann, komm her. Roland, ist da vielleicht auch ein bisschen Felix Neureuther im Luca drinnen, so vom Gefühl, weil er ja auch sehr gefühlvoll fahren kann? Ja, hundertprozentig. Also der Luca, das wird wahrscheinlich eine Kopie werden von Felix Neureuther und Marcel Hirscher, das hoffen wir mal. Also wenn nur ein bisschen was von mir dabei ist, dann kannst du vergessen, mach's lieber wieder Marcel Hirscher, das war, ist alles gut. Nein. Felix, sag's ehrlich, ja. Nein, alles gut. Jetzt ist das Video, was wir gerade gesehen haben, ja sogar noch ein bisschen älter, da war der Luca erst 6 Jahre alt. Ja. Wie hat das, Roland, euer Leben auf den Kopf gestellt? Ja, anfangs war es einmal so, dass wir das Video eigentlich gar nicht öffentlich zeigen wollten. Da war ja Facebook noch nicht öffentlich gemeldet. Dann hat uns ein Bekannter gesagt, ja, kannst du es mal öffentlich stellen? Ja, dann haben wir das gemacht und plötzlich ja, haben wir 5.000 Aufrufe, 10.000 Aufrufe. Mhm. Dann hat es uns schon geschreckt, was ist denn jetzt los? Und dann innerhalb eines Jahres war das dann wirklich 1 Million Aufrufe. Und das hat das Leben von uns natürlich ein bisschen auf den Kopf gestellt. Da haben sich dann einige zu Wort gemeldet bzw. angerufen bei uns. Die wollten mit uns sprechen oder wollten uns sogar Sachen geben. Felix, siehst du da wirklich eine Ähnlichkeit zu Marcel Hirscher jetzt als Fernsehexperte, TV-Experte? Das ehrlich, der Bude war da 6 Jahre alt in dem Video, oder? Also wenn der Bub so Spaß hat, Ski zu fahren, weißt du was, meine Eltern, die haben mir auch Skifahren beigebracht und die haben zu mir immer gesagt, ich muss immer schauen, wie der Schnee hinten spritzt, dass ich den Oberkörper rotiere und dass ich so praktisch nach hinten schaue. Nur habe ich da teilweise vorhin gar nicht gesehen, wo ich hingefahren bin und bin in die schrägsten Sachen reingefahren und hatte so keine Angst mehr. Aber was man da schon sieht, also die Technik, die ist natürlich super. Schauen wir nochmal auf die Rennbilder vom Luca sogar. Die haben wir auch vorbereitet. Ja, so die ersten Schwünge. Ja, ist schon ganz gut. Innenskibelastung? Innenskibelastung, ein bisschen Schwungende, das ist leicht immer ausheben, aber in dem Alter darf man das, glaube ich, auch noch. Und ganz schön nah an den Toren, oder? Ja, ich meine, wie alt warst du da, Luca? 9 Jahre. 9 Jahre. 8 Jahre. Also 8. 8 Jahre. Letztes Jahr, ja. Also Luca, das schaut schon mal ganz, ganz ordentlich aus, muss ich sagen. Also. Das ist ja schon. Ist natürlich schon beeindruckend, braucht man nicht reden, aber was das Entscheidende ist, dass der Bub Spaß hat. Und es ist wurscht, ob du da jetzt ein Renner gewinnst oder nicht. Wenn du eine Gaudi hast beim Skifahren und wenn du von oben bis unten da einfach runterfährst und die Freude hast und nicht nur Stange fährst, sondern in die Buckel reinfährst und was das Skifahren alles so mit sich bringt, das ist doch das Entscheidende. Wie er jetzt halt fährt, mei, lass die Buben doch fahren. Luca, an wie vielen Tagen im Winter in der Woche fährst du Ski? In der Woche? Ja. Ist es jeden Tag oder so jeden zweiten, jeden dritten im Winter? Im Winter vielleicht jeden zweiten oder dritten. Und wie ist es bei dir, Roland? Weil es ganz interessant zu wissen, wie viel ist da jetzt eigener Antrieb vom Luca selbst und wie viel steuerst du als Vater? Also ich sage mal klipp und klar, ich sage 90% kommt vom Luca. Das heißt, wenn ich das nicht machen will, was er möchte, sprich Skifahren im Winter vor allem, auch viele andere Sportarten übt er auch, also er ist richtig sportbegeistert. Wenn ich das nicht machen würde, würde er wahrscheinlich jeden Tag, ja, entweder mich schlagen oder würde ich weinen. War richtig traurig, also er steuert das. Aber so vom Fernseher ein bisschen sitzen magst du auch ganz gern oder kommt es eher nicht vor?
ich mag das schon ein bisschen gerne. Aber lieber draußen sein. Mhm. Wie ist es jetzt quasi mit den Ausrüstern? Ja, es gibt ja quasi schon Unterstützung, es gibt auch im Internet wahnsinnig viele Klicks. Haben wir gesehen, eine englische Facebook-Seite. Auch Kritik von vielleicht Menschen, die sagen, ja, der Luca wird da schon ganz schön früh auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Ja, berechtigte Frage. Ich freue mich, dass ich die Frage beantworten darf. Es ist grundsätzlich so, dass der Luca schlussendlich echt gut Ski fährt. Ja, und warum fährt er so gut? Er fährt so gut, weil er es einfach als Spaß macht, als Freude herausmacht und mit Begeisterung ausübt. Und manche sagen eben, na, der wird gedrillt dahin, der muss jeden Tag trainieren gehen, der muss früh aufstehen und der wird richtig geknechtet. Und genau das ist die Aussage eben, die sicher nicht stimmt, sondern er will wirklich von sich aus, aus Spaß heraus Skifahren, sonst könnte er niemals so gut Skifahren können. Aber wann bist du das erste Mal auf Schnee im Sommer? Wann geht es das erste Mal auf Schnee, auf die Gletscher? Ja, also jetzt normalerweise im Sommer relativ wenig. Warum? Er soll ja alles andere, was ihm auch Spaß macht, ausüben. Vielleicht Herbst. Ja, frühestens im Herbst, sprich Mitte September, Oktober vielleicht. Geht's in der Zwischenzeit, ja, da machen wir alles anders. Alles andere wie Tennis spielen. Was magst du noch alles gern? Fußball, Radfahren, Schwimmen, Tischtennis. Genau, das einiges dabei. Aber ich sag, es ist schon wirklich schwierig, also wenn du so die Entwicklung anschaust, oder von vielen Jungen. Ich habe das jetzt nur selber als Athlet erlebt. Wir sind im Mitte Juli, sind wir in Zermatt oder SSV auf die Gletscher gewesen. Und dann sind da ungefähr 50% Kindermannschaften aus Italien, der Schweiz, teilweise auch aus Österreich. Und das sind die 10-Jährigen Mitte Juli auf 4000 Meter am Gletscher oben und gehen Skifahren. Und ich denke mir so, ey, sag mal, Kinder, was macht ihr da? Geht's raus, geht's ins Schwimmbad, genießt den Sommer. Ihr braucht jetzt noch nicht im Juli Skifahren gehen. Das macht ihr später, wenn ihr das einmal professionell machen wollt. Das kommt früh genug, aber das hat jetzt halt einfach keinen Platz. Und das finde ich schon so, dass das einfach in der heutigen Zeit auch noch nicht sein darf. Weil dadurch schreckst du auch unheimlich viele andere Eltern vor allem ab, dass die sagen, weißt was, mein Kind, das darf gern Skifahren, aber das machen wir nicht mit, weil wir haben keinen Bock, Mitte Juli irgendwo in Zermatt auf dem Gletscher oben zu stehen. Und das kann nicht der Weg sein. Wir werden es gleich noch mal ein bisschen vertiefen, die Aufgabe der Eltern auch, was wir vorhin auch gerade besprochen hatten. Ich sage erstmal Dankeschön an Luca und an Roland für euren Besuch. Ich bin mir ganz sicher, dass wir noch einiges von euch beiden hören werden. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Super, Felix, dass du da warst. Danke. Ja, Luca, auf jeden Fall ein ganz großes Vorbild für den österreichischen Ski-Nachwuchs. Ja, und vielleicht, wer weiß, haben sich die Konkurrenten von dem Herrn neben mir ein bisschen